Was ist der Unterschied zwischen Bruckertheims einheitlicher Quantenfeldtheorie und Einsteins Relativitätstheorie? Das ist die zentrale Gleichung von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Die linke Seite der Gleichung beschreibt die Geometrie des Raumes, also seine Krümmung, und die rechte Seite die Materie- und Energieverteilung darin, welche als die Ursache der Krümmung angesehen wird. Genau dieselbe Gleichung ergibt sich aus der Heim-Theorie, wenn man die fünfte und sechste Dimension streicht. Allerdings hat Heim das geschafft, was Einstein bis zum Schluss erfolglos versucht hat. Er hat nämlich auch die Quelle der Raumkrümmung, also Materie und Energie, geometrisch ausgedrückt. Und damit muss die Gleichung jetzt anders gedeutet werden. Sie ist nicht mehr eine Ursache-Wirkungsbeziehung, also Materie krümmt den Raum. Sie ist nur noch ein Äquivalenzprinzip, also Materie und Raumkrümmung sind gleichbedeutend. Damit können alle physikalischen Erscheinungen auf fundamentale geometrische Betrachtungen zurückgeführt werden. Heim hat also dort weitergemacht und Erfolg gehabt, wo Einstein aufgehört hat. Und hätten sie sich je getroffen, sie wären bestimmt ein gutes Team gewesen. Wenn du neugierig bist, wer Burkhard Heim war, wie seine Theorie genau funktioniert und welche Konsequenzen sie für unser Weltbild hat, dann schau dir am besten gleich diese Videos an und steig ein in eine spannende Welt aus sechs Dimensionen und in Farbe.